Inzwischen sind in Sachsen-Anhalt bereits die Sommerferien angebrochen. Der Jugendbeirat der Stadt Zeitz hatte sich für den letzten Schultag etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zusammen mit der Firma Hex Event organisierten sie ein schulübergreifendes Sommerfestival. Ja, da dachten wir gemeinsam mit dem Jugendbeirat, dass wir mal einen letzten gemeinsamen Schultag für alle Schüler veranstalten. Gemeinsam mit vielen Vereinen, Menschen, Firmen hier in der Region haben wir das Ganze hier auf die Beine gestellt und werden das natürlich auch noch feiern. Also es gibt heute quasi den Tag, wo man was tut und was arbeitet und produktiv was zusammenbringt und auch zusammenkommt. Und morgen wird das Ganze dann gefeiert hier im Zeitzer Schlosspark. Am Donnerstagvormittag trafen sich daher Schüler ab der 8. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Sekundarschule 3 und der Sekundarschule am Schwanenteich im Zeitzer Schlosspark. 22 Workshops hatten die Organisatoren vorbereitet. Natürlich ging das nicht allein und so holten sie sich viele Partner mit ins Boot. Ja, also alle, die hier heute einen Workshop auf die Beine stellen, die stehen heute hier ehrenamtlich da, machen das in ihrer Freizeit oder der Chef hat sie freigestellt für die Aktion. Und da auch nochmal ein großes Dankeschön, dass das möglich ist und dass sich da alle engagieren für die Jugend hier in unserer Stadt. Einer davon war Silvio Clavon aus der Kampfsportgemeinschaft Jodan Kame. Er zeigte den Mädchen, wie sie sich in Gefahrensituationen selbst verteidigen können oder wie sie anderen helfen können, die in Bedrängnis geraten sind. Die Mädchen hatten dabei sichtlich Spaß. Körperlich betätigen konnten sich die Schüler aber auch beim Streetsoccer oder Beachvolleyballturnier. Wer sich lieber künstlerisch betätigen wollte, hatte viele Auswahlmöglichkeiten. Ob nun Theater oder Chor, Hip-Hop, Töpferei oder plastisches Gestalten, an diesem Tag war vieles möglich. Unter der Leitung von Ines Kerta, der Sekundarschule 3, entstanden im Schlosshof aus Gasbetonsteinen kleine Kunstwerke. Ja, also sie versuchen, in den Gasbeton-Körperraum-Beziehung hineinzubringen. Das heißt, ein Wechselspiel zwischen den Formen, was Gerades, was Eckiges. Ja, und das ist eigentlich für den Außenbereich zur Ausstellung auch gedacht. Ja, sie merken, dass es sehr anstrengend ist. Also es macht allen Spaß. Schwierig war, dass aus drei Schulen hier gemischt sind in der Gruppe. Also da waren zunächst erstmal so ein bisschen Berührungsängste doch bei den ein oder anderen da. Aber das klappt ganz gut. Ja, sie haben sich gefunden und gestalten jetzt mitunter auch zu zweiten Steinen. Also das ist auch in Ordnung. Mit Raspeln und Hämmern bearbeiteten die Jugendlichen die Steine. Die Ergebnisse werden demnächst ihren Platz im Schlosspark finden und können dann auch von der Öffentlichkeit bestaunt werden. Laut ging es auf einer Wiese im Park zu. Das Trommelduo Red Attack hatte zum Trommelworkshop geladen und kitzelte aus jedem Teilnehmer den Rhythmus heraus. Dass das natürlich nicht gleich auf Anhieb wie bei den beiden Profis klang, darüber konnte man ruhig mal hinwegsehen. Angewandte Physik präsentierten die Stadtwerke. Der Neugier-Express zeigte anschaulich die Erzeugung und Verwendungsmöglichkeiten von Energie. Versuche durch Muskelkraft elektrische Energie zu erzeugen und damit einen kleinen Zug fahren zu lassen oder die Nutzung der Wasserkraft wurden demonstriert. Zahlreiche Helfer, Firmen und Organisationen haben dieses Projekt ehrenamtlich unterstützt. Auch das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr waren mit Erste-Hilfe-Kurs und Fahrzeugen vor Ort. Alles in allem ein gelungener Tag für die Jugendlichen und auch die Organisatoren. Also bisher sehe ich viele zufriedene Gesichter. Ich denke, den meisten, die hier anwesend sind und hier was machen, die haben auch Spaß dabei. Ein Lehrer, ein Direktor habe ich schon getroffen, der hat seinen Daumen nach oben gestreckt und fand das ganz gut. Ja, also bisher positives Feedback. Das erste Sommerfestival hat seine Feuertaufe somit bestanden und Martin Exler denkt schon darüber nach, es am Ende des nächsten Schuljahres zu wiederholen. Doch bis dahin ist noch etwas Zeit und jetzt sind erst einmal Ferien.